Und Bernie, wie läuft es? Ach komm, jetzt nicht wieder mit dieser Leier. Man muss mit der Zeit gehen. Mein Freier kommt nur noch übers Internet. Also die suchen halt einfach, was sie brauchen und dann. Es geht total einfach. Ich habe auch ein schönes Foto von mir. Hast du das eigentlich schon mal angeguckt? Du Web-Spezialist, ne? Du, wenn wir jetzt aber auch noch hier eine halbe Stunde quatschen, kostet 50 extra. Ja? Gut. Soll nicht mein Problem sein. Was gibt's denn so Neues? Ach. Nee. Echt? Du hast dich von uns wieder getrennt. Ach. Aber nicht wegen mir, oder? Hat ihn nicht zu dir gepasst. War viel zu modern. Du bist doch eher so ein Klassiker, hm? Du Bärchen. Sag mal, machst du noch mit deinem Tacker rum? Das hast du mir mal erzählt. Du Ferkel. Du, die Mädels, die haben dich weggeschmissen, als ich das... Ja, natürlich erzähle ich sowas. Hallo? Was denkst du denn? Wir erzählen uns ja alles. Ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, was ich beruflich mache, oder? Wie ich da hingekommen bin. Das ist eine lange Geschichte. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe mal Germanistik studiert. Habe ich dann abgebrochen und es war mir irgendwie zu verkopft einfach alles. Es war ja, zu kopflastig, genau. Das war nicht so. Dann dachte ich mir, was machst du jetzt? Und ja, da habe ich halt erstmal was Anständiges gemacht. Ja. Ich muss immer noch lachen, wenn ich dran denke. Ich habe eine Ausbildung bei der BVG gemacht. Als Busfahrerin. Das ist jetzt nicht gedacht, oder? Mich am Steuer? Ja? War auch nicht das Richtige. Aber da war schon gut Kundenverkehr. Das hat irgendwie. Da war was. Ich hatte so. Es fühlte sich gut an. Auf, zu. Ja, und dann ist da eines Tages der Bruno eingestiegen. Das ist mein Zuhälter. Und hat einfach gefunkt. Ne? Hat einfach gefunkt. Der Bruno. Ja. Sieht geil aus. Was ist das her? Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wow. Ich glaube, wir kriegen das Doppelte, wenn ich die Solo schicke, ha? Ja? 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 Geil. Nicht gut. Ja. Hast du was drunter?
Zeig mal. Cool. Wie gut. Mach die Jungs heiß. Du bist so ein süßes Luder. Es war echt ein Glück, dass wir uns damals getroffen haben, ne? Ja? Also noch? M46? Ha! Mein Jaguar war gerade in der Werkstatt. Erste Mal wieder Bus seit 30 Jahren, oder was ich hieß. Das war geil. Ich wusste nicht mal, was für einen Fahrschein ich kaufen soll. Dann habe ich dir nur in die Augen geguckt und habe gewusst, das ist er. Wo sind deine Augen eigentlich da, ne? Ja. Siehst du. Na komm, geh mal. Gib das Kundschaft. Eine Branche mit Zukunft. Ja. Älteste Gewerbe, längste Gewerbe, definitiv. Können alle anderen einpacken. Was machen Sie beruflich? Ja, ja. Germanistik? Ja? Was anderes? Ja, ja komm. Agrarökonomie. Geil. Agrarökologie. Ökologie. Genau. Das ist auch was mit Zukunft. Prostitution und Agrarökonomie. Da kannst du nicht mithalten, oder? Was hast du gemacht? Beratung. Beratung. Ziemlich pauschal, aber passt immer, ne? Ist auch ein Job mit Zukunft. Und viel Kundenverkehr. Und viel Kundenverkehr. Was machst du? Du bist gut. Auch viel Kundenverkehr. Auch viel Kundenverkehr. BVG? S-Bahn? Ja, komm. Sparkasse. Sparkasse. Kein Job mit Zukunft. Denkt man ja immer, ne? Banken oder so oder Sparkasse sind die einzigen, die da irgendwie. Bin da skeptisch. Ja. Aber bei uns kann man auch mit Gold zahlen. Hier passt alles. Das waren geile Berufe, muss ich gerade sagen. Ich bin echt am Überlegen, umzusatteln. Junge, was alles gibt. Ja. Geil. Super.